ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute wieder an meiner Seite die Fanny vom YouTube-Kanal Fit mit Fanny. Hallo liebe Fanny, schön, dass du wieder da bist. Danke, dass ich da sein darf. Wir hatten, ich glaube im November, ein ganz tolles Rezeptvideo von dir veröffentlicht. Also ich durfte ein ganz tolles Rezept von Fanny veröffentlichen und zwar ein wunderbares Nougat-Rezept aus nur 4 Zutaten. Das Video, wenn ihr es verpasst habt, verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und heute möchte ich was Wunderbares mit euch teilen. Die Fanny hat endlich ein ganz tolles Buch herausgebracht. Fanny, du hast es in der Hand. Es gibt es in der Druckversion, aber auch in der E-Book-Version. Genau. Und in der Druckversion sind es 2 Bände, weil man konnte das gar nicht alles in einen Band fassen. Das wäre zu dick geworden. Fast 700 Seiten. Genau. Fanny hat das Buch, das erste Band. Das Buch heißt Top ernährt, nix entbehrt. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Grundwissen, Basiswissen für gesunde Ernährung. Also unglaublich informativ. Wir werden dann auch mal ein bisschen durchblättern und die Kamera drauf halten. Also das sind knapp 500 Seiten bei dir. Und hier, wie viele Rezepte sind es, Fanny? Über 180. Über 180, also Rezepte. Fast 700 Seiten. Und 2 Rezepte habt ihr hier schon auf dem Kanal gesehen. Einmal das vegane Nougat und ich habe nochmal eine Tonga-Schokolade mit Karob. Eine ganz, ganz leckere Schokolade mit Tonga-Bohne und Karob. Verlinke ich auch mal oben das Video. Diese beiden Schokoladenrezepte findet man auch hier. Genau. Auch die für die weiße Schokolade. Auch für die weiße, ah ja, genau. Ich hatte ja in diesem Jahr einige Potluck-Videos veröffentlicht, auch schon im letzten Jahr. Da war die Fanny auch immer dabei. Und man hört die Fanny immer aus dem Off, wenn sie ihre leckeren Rezepte, wenn sie die Zutaten für ihre leckeren Rezepte aufzählt. Und fast alle, das sind eigentlich alle Rezepte hier in diesem Buch, ne, die du in den letzten Jahren für die Potlucks gemacht hast. Also auf alle Fälle schon mal dieser Teil wunderbar für... Das sind rohköstliche Rezepte, muss man noch dazu sagen, oder? Also nicht alles, aber das meiste. Das meiste ist rohköstlich. Aber es ist auf alle Fälle pflanzenbasiert. Auf jeden Fall. Also es ist komplett vegan. Alles ist glutenfrei und es ist natürlich gesüßt. Mit Jakonsirup, genau. Und meistens und Datteln. Genau. Und halt frischen Obst, also überreifen Bananen, Beerenfrüchten, Äpfeln, Birnen. Genau. Also nichts mit Agavendicksaft, kein Reissirup, Stevia, Zuckeralkohole, sowas. Ja, da steht ja auch, genau. Die Kreationen sind vegan, glutenfrei, laktosefrei, natursüß und halal. Genau. Also dieses Buch hat 7 Kapitel und allein das Inhaltsverzeichnis nimmt 8 Seiten ein. Also wirklich eine unglaubliche Fülle an Informationen, aber man wird auch nicht so erschlagen. Also es sind immer so kurze Abschnitte. Genau. Ne? Also es geht auch nicht so unwahrscheinlich in die Tiefe. Also die Fanny hat für ihr Buch ganz tolle Themen aufgegriffen, zum Beispiel Ernährungsoptimierung. Also da geht sie auch in Richtung Mindset. Genau, das ist ganz wichtig, erstmal die Ernährungspsychologie überhaupt, dass wir verstehen, dass das Gehirn, was die Ernährung anbetrifft, nicht unbedingt unser Freund ist, ne? Weil wir da entsprechend konditioniert wurden, auch teilweise evolutionstechnisch geprägt. Da ist es halt wichtig, die Muster zu durchschauen, um dann auch die Ernährungsumstellung im Kopf voranzutreiben, dass es da geht quasi. Und da hast du auch aufgegriffen mit Darmsanierung, Reinigungstechniken, ganz wichtig. Fasten. Ja, ganz wichtig. Genau. Das sind ja auch für mich interessante, wichtige Themen. Dann auch ein interessantes Kapitel, Augen auf beim Warenkauf. Das sollte man ja auch nicht unterschätzen. Du gehst auf ungeschützte Begriffe, Gütesiegel ein, das Aromawirrwarr, Leitprodukte, diese auch Etikettenschwindel. Ja. Damit hast du dich auch intensiv beschäftigt. Und ich finde das auch wirklich ein wichtiges Thema, womit man sich auf alle Fälle auch beschäftigen könnte. Du hast auch eine Lebensmittelampel. Im 3. Kapitel geht es um den Stoffwechsel. Da gehst du auch nochmal auf die Zelle ein, den Aufbau, zellulärer Stofftransport, Zellzyklus, Enzyme. Aber das geht jetzt nicht ganz so in die Tiefe. Also nicht, dass er jetzt hier seitenweise... Nein. Es ist wirklich, wird nur ein kurzer Einblick, was auch eben wichtig ist für die ganzheitliche Betrachtung auch. Genau. Verdauungssystem ist damit dabei, Stoffwechselwege. Dann gibt es ein wichtiges Kapitel Nährstoffkunde. Du gehst auf die Makronährstoffe ein, auf die Mikronährstoffe. Dann hast du ja Vitalkost, Do's und Don'ts. Möchtest du mal kurz was dazu sagen? Genau, also da habe ich einfach ganz verschiedene Lebensmittelgruppen zusammengefasst, die für eine Vitalkost zuträglich oder auch weniger zuträglich sind und habe dann auch so ein paar Themen aufgegriffen, wie zum Beispiel die Getreideproblematik, die Zuckerproblematik, was jetzt eher abträglich ist für eine optimale Ernährung und dann halt auch so Sprossen vorgestellt, gesunde Fettquellen, Pilze, Gewürze, quasi alles, womit man dann die Speisen entsprechend aufpimpen kann, sag ich mal, dass wir nicht auf Geschmacksverstärker zurückgreifen
und auch so ein paar Nahrungsmittel der Zukunft mit beleuchtet, wie zum Beispiel Algen. Mhm. Ich gehe aber auch auf tierische Produkte ein, also das ist mir auch ganz wichtig. Das Buch richtet sich jetzt nicht nur an Veganer oder Vegetarier, sondern auch wirklich, woran man eine gute Qualität von Fleisch, von Wurst erkennt, was man bei Milchprodukten beachten sollte. Eier ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und auch Insekten habe ich mit aufgegriffen als Superfood der Zukunft, in Anführungszeichen. Mhm. Das nächste Kapitel gefällt mir besonders gut. Selbst ist der Mensch, also kann man doppeldeutig sehen. Und da gehst du auf Wildkräuter ein und auf Sprossen und Mikro. Also Mikro-Greens. Teilweise, genau. Grünsprossen, aber auch Permakultur. Na, ihr habt ja auch einen Permakulturgarten, das habt ihr auch mal hier im Video gesehen. Da bin ich auch mal mit der Kamera durch. Und da gehst du halt auch auf viele regionale Lebensmittel ein. Wunderbar. Wirklich von Äpfel bis Zwiebel ist alles dabei, was ihr auch in eurem Garten angebaut habt. Auch nochmal die Nährwerte relevanter. Mhm. Vegetarischer Lebensmittel, und Selbstversorgung, Saisontabelle, essbare Blüten, Champignonzucht. Fanny hat mir auch mal so ein Set geschenkt für die Champignonzucht. Habe ich mich auch schon drin versucht. Und im letzten Kapitel auch ein ganz wichtiges Thema. Du hast ja auch Fanny hat ja übrigens auch einen YouTube-Kanal, Fit mit Fanny. Genau. Den verlinke ich oben in den Infokarten. Und Körpertuning ist ja da auch ein wichtiges Thema, vor allem in den letzten Wochen. Also deine Themen sind ja Fitness, Mindset und Vitalkost. Genau. Aber du hast dich vor allem in diesem Jahr ein bisschen sehr auf die Fitness fokussiert. Genau. Ne? Da findet ihr ganz tolle Videos auch zum Muskelaufbau, ne? Weil das ja auch bei dir dein eigenes Thema war, Muskeln aufzubauen. Genau, also sie spricht da wirklich aus Erfahrung und sehr erfolgreich konntest du Muskeln aufbauen. Ja. Im Zusammenhang aber eben auch mit Mindset und der richtigen Vitalkost. Ne? Zum Körpertuning, zu diesem Kapitel gehören auch Diäten und Ernährungstrends. Da gehst du auch auf Veganismus eben ein, Paleo, Low Carb, 80-10-10 und pflanzenbasierte Vitalkost. Das ist ja die Kost, die du favorisierst. Also im Großen und Ganzen ist es ein ganz tolles Buch. Ich habe schon teilweise reingelesen, habe es aber noch nicht ganz durchgelesen. Ich habe es ja auch erst letzte Woche bekommen. Ist ja eigentlich ganz frisch aus dem Druck. Genau. Und ja, dieses Buch könnt ihr wirklich jetzt erwerben. Also ein richtiges Buch und es gibt noch das E-Book. Genau. Und da haben wir ja noch uns was ausgedacht. Genau. Und die Fanny ist so lieb und stellt mir ein Exemplar, was aus zwei Bänden besteht, zur Verlosung zur Verfügung. Also ihr könnt jetzt so ein tolles Buch, bestehend aus zwei Bänden, gewinnen, indem ihr einfach unter diesem Video kommentiert. Zum Beispiel, wie ihr dieses Buch findet, wie ihr dieses Video findet. Einfach einen lieben Kommentar oder ein Feedback unter diesem Video lassen und schon nehmt ihr an dieser Verlosung teil. Die Teilnahmebedingungen für diese Verlosung findet ihr auch unter diesem Video bzw. nochmal im ersten angepinnten Kommentar. Also bis zum 28.12. könnt ihr kommentieren. Ich würde mal sagen bis 12 Uhr, bis mittags 12 Uhr. Und dann werde ich den Gewinner oder die Gewinnerin ermitteln und auf den Kommentar des Gewinners oder der Gewinnerin antworten. Da schaut am besten nochmal am 28.12. ab 12 Uhr in den Kommentarbereich, ob ihr dieses tolle Buch gewonnen habt. Übrigens hat die Fanny zeitgleich auch ein Video veröffentlicht, wo es auch ihr Buch zu gewinnen gibt. Und bei der Fanny ist die Chance noch ein bisschen größer zu gewinnen. Also ich verlinke euch ihr Video oben mit den Infokarten. Da schaut auch nochmal bei Fanny vorbei. Da habt ihr dann auch noch die Chance, dieses Buch zu gewinnen. Doppelte Gewinnchance. Doppelte Gewinnchance. Und da mein Kanal noch sehr klein ist, ist die Wahrscheinlichkeit bei mir recht hoch zu gewinnen. Genau, dann schaut einfach bei Fanny vorbei. Ich hatte ja auch schon am Anfang des Videos erwähnt, das Buch gibt es eben in der gedruckten Variante, aber auch als E-Book. Und die Fanny gibt auch wieder da ein kleines Geschenk, nämlich 10% Rabatt auf dieses E-Book. Den Link dazu und auch den Gutscheincode findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. So ihr Lieben, das war's von uns. Ein kleines Weihnachtsgeschenk mit Unterstützung von der Fanny. Freue ich mich sehr. Kommentiert rege und nehmt an dieser tollen Verlosung teil. Ja, heute ist Weihnachten, es ist gerade die Weihnachtszeit. Wir wünschen euch auf alle Fälle ein harmonisches Fest im Kreise eurer Lieben oder Freunde auch unter den etwas besonderen, herausfordernden Bedingungen. Macht es euch trotzdem schön. Bleibt in eurer Mitte. Wir wünschen euch ganz viel Kraft. Ja, von meiner Seite aus, ich wünsche euch auch noch alles erdenklich Gute, auf dass wir alle in unserer Mitte bleiben und uns durch die herausfordernden Zeiten nicht unterkriegen lassen. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.